Yo, 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 was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video auf dem Kanal. Und zwar habe ich hier wieder was für die ganzen PC-Zocker, die GTA 5 Online auf dem PC zocken. Ziemlich viele Leute, das waren locker 20, 30 Leute, haben nachgefragt, ob es eine neue Version des Pet Droppers gibt, wo man 2500 GTA-Dollar jede zweite Sekunde aus dem Himmel auf den Kopf gedroppt bekommt. Und es gibt eine neue Version davon, von der 750k-Variante. Es gab einen Refund-Mod, der dem Spiel simuliert hat, dass man die Orbitalkanone gekauft und dann abgebrochen hat. Und somit hat man einfach jede Minute 750.000 GTA-Dollar bekommen. Davon gibt es noch keine neue Version. Okay, sobald eine neue Version davon von Kideon released wird, werde ich sie auch hier zeigen. Bis sie released wird, könnt ihr das hier benutzen, um in GTA Online auf dem PC Geld zu machen, ohne irgendetwas dafür zu tun. Ihr könnt komplett AFK gehen und könnt einfach damit Geld machen. Also, ihr müsst auf den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar drücken, dann werdet ihr diese RAR-Datei hier runterladen können. Die entpackt ihr, dann kommt der Ordner. Nachdem ihr diesen Ordner öffnet, werdet ihr hier zwei Dateien sehen und die Exe-Datei werdet ihr dann später starten. Okay, in der INI habe ich einige Einstellungen vorgenommen, dass die Bags immer 2500 droppen und dass man einfach AFK gehen kann, ohne dass man gekickt wird. Das reicht schon, okay. Nachdem ihr das habt, werdet ihr dann GTA starten und in die Story laden. Und ihr müsst wirklich warten, bis ihr euch komplett bewegen könnt. Und sobald ihr dann in der Story seid, könnt ihr den Pet Dropper einfach starten. Ich muss euch aber sagen, dass euer Virenscanner denken wird, dass diese Datei ein Virus ist. Nein, sie ist kein Virus, sonst würde ich das selber nicht auf meinem PC starten. Den Mod habe nicht ich gecodet, okay, das ist Kideon und der ist auf Unknown Sheets aktiv und er provided das und er ist ein kredibiler Typ. Er hat schon was weiß ich wie viele Downloads von seinen Mods gehabt und keiner hat auch im Entferntesten gemeint, dass da irgendwelche Schadsoftware oder sonst was drin ist. Die Virenscanner erkennen das Ganze einfach nur als als Virus oder Trojaner, genau, sorry für den Ding. Ich war gerade distracted, weil irgendwie bei der Aufnahme mein GTA-Spiel laggt, obwohl ich auf meinem anderen Bildschirm volle 60 FPS habe. Ist komisch, naja, im Endeffekt ist das egal, ob das jetzt hier rumruckelt oder nicht bei euch. Und ja, nachdem ihr dann in der Story seid, geht ihr mit Alt-Tab wieder auf euren Desktop und hier in den Ordner und startet jetzt einfach die Pet Dropper Exe. Es wird nichts passieren, okay, es wird gar nichts passieren, ihr werdet nichts sehen. Ihr geht zurück zu GTA und jetzt drückt ihr auf eurem Numpad, das sind die Zahlen rechts auf eurer Tastatur, auf Plus. Einmal nur reicht schon zum Testen, ob das Ganze funktioniert und ihr solltet dann 2500 Dollar gleich gut geschrieben bekommen. Ihr seht, dass es funktioniert. Der Cheat ist aktiv und wenn das der Fall ist, dann drückt ihr einmal auf Minus auf dem Numpad, um den Hack wieder zu deaktivieren. So habe ich jetzt gemacht, obwohl hier noch eine Tüte runtergefallen ist. Egal, nehmen wir mit. Und jetzt geht ihr in eine öffentliche Sitzung. Wirklich öffentliche Sitzung nehmen und einfach joinen. Und dort werden wir dann an den Pier, also an den Steg am Meer gehen, weil wir dort ungestört sein können. Ihr könnt auch in den Passivmodus gehen und am Pier ist einfach gesichert, dass ihr die Bags immer bekommt, okay. An einigen anderen Orten geht das nicht und vor allem, wenn ihr in irgendwelchen Gebäuden oder sonst was seid, dann geht das auch nicht, weil die Tüten ja von oben runter droppen und in einem Gebäude geht das einfach nicht. Die landen dann einfach auf dem Dach und nicht bei euch. Deswegen geht am besten, wie ich gleich, an den Pier und aktiviert das Ganze dort. Nur nach 100 Jahren Ladezeit bin ich endlich online. Sogar auf dem PC sind die Server schlecht. Überall sind sie einfach schlecht. Und es fuckt mich so ab. Die machen so viel Geld, haben auch jetzt mit Red Dead so viel Geld gemacht, aber die Server sind halt immer noch grottig. Sie sind einfach immer noch ultra grottig. Und das fuckt mich einfach ab. Naja. Rockstar, vielleicht bei GTA 6 bekommen wir mal bessere Server. Bei GTA 4 waren die auch schon scheiße. So, guck mal, seit meinem letzten Gelaber sind wieder eine Minute vergangen.
vergangen, bis ich endlich online gehen konnte. Das lädt einfach immer noch. Was eine Scheiße, Mann. So, endlich sind wir jetzt online. Also, wir werden jetzt gleich in den Passivmodus gehen und dann werde ich mit einem Buzzard an den Pier fliegen. Ich weiß nicht, wie man auf dem PC einfach mit Helis fliegt. Ich habe auf dem PC noch keine Minute gezockt und ich habe keine Ahnung, wie man Helis fliegt. Ich glaube, mit linker Maustaste beschleunigt man, aber meiner fliegt so ultra hässlich. So, Pegasus, was bestätigt das? Enter, ja, Enter. Buzzard, Kampfheli, so, so. Also, es ruckelt immer noch rum, so wie es aussieht. Naja, tut mir leid, dass es so hässlich rumruckelt. Aber ich hätte die Grafik von GTA vielleicht schlechter einstellen sollen. Weil bei mir ruckelt das Spiel eigentlich nicht, aber auf der Aufnahme, also in der Aufnahme, ruckelt es. Guck mal, das verstehe ich nicht. Wie fliege ich? Ah, ich muss nach vorne. Aha, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Okay, jetzt kann ich endlich auch fliegen. Wir fliegen jetzt hier an den Steg, wie gesagt, und stellen uns einfach hier in die Mitte. Natürlich nicht mit dem Ding, natürlich nicht mit dem Heli, aber zu Fuß gleich. Versuche hier zu landen, ohne zu verrecken. So, also mäßig gelandet. Und jetzt stellt ihr euch einfach irgendwo hin, wo ihr nicht überfahren werden könnt. Und wo oben einfach alles frei ist, hier ist dafür am geeignetsten. Dann geht hier kurz in den Passivmodus. So, Passivmodus aktivieren. So, und jetzt könnt ihr den Hack aktivieren, indem ihr wieder auf das Plus auf eurem Numpad auf der Tastatur drückt. Und ihr könnt das beschleunigen. Okay, ihr könnt das wirklich beschleunigen. Ich muss mal das scheiß Handy hier ausmachen. So. Und aber wenn ihr das zu schnell einstellt, werdet ihr ziemlich schnell einen Fehler bekommen, dass die Transaktionen fehlgeschlagen sind. Und das heißt nicht, dass ihr gebannt werdet oder gebannt seid oder sonst was, sondern dass es einfach zu schnell ist. Und deswegen solltet ihr maximal 2, 3, 4 Mal vielleicht drücken, so abschätzen, dass ihr alle 2 bis 3 Sekunden einen Drop bekommt. Okay, ich mache jetzt erstmal einmal, mal gucken, ob es überhaupt läuft. Bleibt mein Geld. Ich drück nochmal. Keine Ahnung, warum das... Ah, jetzt kommt das Geld. Ihr seht das. Und das kommt schon ziemlich schnell. Okay, jetzt hat es wieder aufgehört. Nee. Okay, doch, das sind alle 2 Sekunden. Und das ist eine gute Geschwindigkeit. Ihr seht das. Ich bekomme die ganze Zeit Geld gedroppt von oben. Das ist echt eine gute Geschwindigkeit, alle 2 Sekunden. Und bei so einer Geschwindigkeit werdet ihr auch keinen Transaktionsfehler bekommen. Ihr könnt das, wie gesagt, beschleunigen, aber dann werdet ihr halt einen Transaktionsfehler bekommen und das Geld wird einfach nicht gespeichert. Deswegen seid nicht, ich habe gerade Geld auf meinem Kopf. Das ist doch ein Joke. Guck mal, wie das aussieht. Haha, geil. Der hat es einfach nicht aufgenommen und keine Ahnung warum. Aber ihr seht, diese Geschwindigkeit ist gut. Man kann gut Geld damit machen. Und das ist ziemlich bun-safe. Mein Account, guck mal, ich habe auf diesem Account keine Minute gezockt. Ich habe mein Level hochgepusht. Wie mache ich hier? Genau. Ich habe mein Level mit einem RP-Pusher hochgepusht. Also einem RP-Mod. Und das ganze Geld, was ich habe, habe ich einfach mit Money-Mods von Kideon gemacht. Und seine Mods sind echt nice. Der 750k-Mod hat mir keinen Bann gebracht. Dieser Pet-Dropper, die alte Version, hat mir keinen Bann gebracht. Und diese Version, denke ich, sollte auch safe sein, weil der Typ einfach es drauf hat und gute Mods coden kann. Die sind jetzt nicht so umfangreich wie komplette Mod-Menüs natürlich. Es gibt Mod-Menüs, mit denen du dir in einer Sekunde eine Milliarde mobben kannst. Aber das ist halt schon extrem riskant und somit, also mit so einem Teil, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, gebannt zu werden, denke ich, weil man einfach nicht zu viel Geld auf einmal sich erglitscht. Okay, also das war's dann für dieses Video. Wie gesagt, ich werde den Link in die Videobeschreibung und in den angepinnten Kommentar packen. Sorry für den Huster und sorry für die Lags im Video. Bei mir laggt das hier jetzt auf dem PC eigentlich nicht, aber im Video laggt das, warum auch immer. Keine Ahnung. Naja, ich bin raus. Ich würde mich über ein Like freuen, falls ihr das Ganze gefeiert habt. Ansonsten hören wir uns und sehen wir uns vielleicht sogar mit dem nächsten Video. Bis dann, alle miteinander.